So, also hier sieht man jetzt stark untergeschobene Trachten. Die Trachten liegen. Maßgabe ist eigentlich immer, dass diese beiden Linien, die vordere Zehenwand und die Trachtenwand, sollten parallel zueinander sein. Dann ist die Hufkapsel ausbalanciert. Ja. Ist ja aber die Zehenwand eh noch zu flach und die Trachtenwand ist eigentlich doppelt zu flach. Was Ja. das aus der gesamten Biomechanik des Pferdes sich entwickelt hat, ist klar, aber wir müssen jetzt da rauskommen. Und das ist so ähnlich wie wenn wir einen Menschen haben, der jetzt, ich sag mal, ein körperliches Gebrechen hat und Krankengymnastik, Aufbautraining bekommt, dann kann es sein, dass der dafür Einlagen tragen muss oder in der Übergangsphase irgendwelche Hilfsmittel. Das heißt also, der Huf ist jetzt ein ganz wichtiges Glied in dieser Gesamtkette, dass wir die Biomechanik des Pferdes wieder positiv verändern. Wir müssen den Huf jetzt bestmöglich unterstützen. Das Ja. ist eine therapeutische Maßnahme. Das ist kein normaler Hufbeschlag oder keine normale Beklebung oder wenn wir denn ein Pferd hätten, bei dem wir das barfuß versuchen würden, keine normale Barhufbearbeitung, sondern eine orthopädische, therapeutische. Und das ist etwas, was eben die meisten Hufpfleger und Schmiede in ihrer Grundausbildung nicht lernen. Weil man muss ja mal erst mit einer gesunden Basis anfangen und dann kommt es ja darauf an, was hat man in der Praxis für Fälle, wie bildet man sich fort, wie geht man damit um. Ich habe früher, als ich mein Zentrum noch hatte, solche Ausbildungen, Fortbildungen für Schmiede und Hufpfleger gemacht. Ja, die waren anfangs sehr skeptisch. Ich erinnere noch den ersten Kurs, da standen die starken Schmiede alle mit verschränkten Armen rundherum an der Mauer angelehnt und dachten, was will die denn uns erzählen? Und wurden dann aber immer interessierter und immer aufgeweckter. Und am Ende des Kurses haben wir da zusammengearbeitet und das hatte so einen richtigen Workshop-Charakter. Cool. Für mich ist das mein tägliches Brot seit 25 Jahren. Völlig veränderte Hufkapseln in dem Gesamtgefüge Biomechanik des Pferdes wieder zu sanieren. So, und man kann an dem Huf eigentlich wahnsinnig viel ablesen. So zum Beispiel an diesen Rissen, diesen und hier. In der Natur würde jetzt hier wie so ein Bogen ausplatzen. Ja, und die Trachte würde sich zack nach hinten schieben bei dem nächsten Galoppieren über einen härteren Boden, den das Pferd dann in der Natur entweder überlebt, ja, oder nicht überlebt und gefressen wird. Die Überlebenden haben dann hier so einen turmbogenartigen Ausbruch. Die Trachte kann sich spontan mehr aufrichten, ja, weil die nicht mehr mit der vorderen Flosse, sage ich mal, verbunden ist. Abgesehen davon, dass so ein Huf in der Natur überhaupt nie entstehen würde. Ja. Ja, weil das Pferd schon vorher weggefressen worden wäre. So, aber was man jetzt hier weiter oben erkennen kann, ist, dass der Fesselträger einen wahnsinnigen Stress hat und auch schon das Fesselringband. Die Fessel hat nicht mehr die normale Kontur, das ist geschwollen. Das Unterstützungsband des Fesselträgers ist hier deutlich, hier auch deutlich sichtbar, was bedeutet, dass der Fesselträger einen viel zu harten Job macht, weil das Gewicht des Pferdes oben nicht mehr korrekt abgefedert wird. Deswegen Ja. schiebt auch alles so. Das heißt, das Ganze ist ein Teufelskreislauf, aus dem Ja. das Pferd nur wieder herauskommt, wenn wir die Hufe bestmöglich von unten unterstützen. Und das Ja. bedeutet immer Flosse weg, so weit wie möglich stumpf und die Unterstützungsfläche so groß wie möglich gestalten. Und dazu gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Haben wir jemanden, der sagt, ich möchte auf jeden Fall, dass das Pferd barfuß bleibt oder wird, dann müssen wir im Prinzip von unten die Strahlfurchen mit Lehm stopfen und die gesamte Sohle mit Lehm ausschmieren, wie wenn man eine Wand verputzt. Ja. Dann haben wir eine maximale Auftrittsfläche, die Strahlfurchen, die ausgestopft sind, sorgen dafür, dass der Hufmechanismus wieder in Gang kommt. Das ist für das Pferd die ersten Tage unangenehm, weil das einen ziemlichen Druck auf der Sohle hat. Also müssen wir im Management gucken, dass wir nicht zu harten Boden haben und nur langsame Gangarten. Wenn das nicht der Fall ist, kommt das Pferd mit dieser Hilfe nicht zurecht. Das ist so ähnlich, als wenn man mit einem Karstverband weiter Fußball spielen wollte. Dafür ist das nicht gedacht. So, wenn wir nicht barfuß arbeiten, dann könnten wir mit Schuhen, mit Hufschuhen arbeiten.
Therapieschuhen mit zunächst einer weichen, ausgeschäumten, in die Strahlfurchen reinreichenden Einlage oder Schafwolle. Und dann mehr und mehr mit einer härteren Einlagesohle. Das heißt, das kann sich unter Umständen von Woche zu Woche verändern. Und stundenweise führen, wieder seitliche Strahlfurchen ausgestopft, ohne diese Hufschuhe. Und ausprobieren, so wie lange kann das Pferd das aushalten? Am ersten Tag vielleicht zweimal 10 Minuten führen, nach 2 Wochen vielleicht zweimal eine halbe Stunde führen, ohne die Hufschuhe zu gebrauchen. Und dann verändern sich die Hufe, weil sie anders benutzt werden. So wollen wir, sehen wir, dass es ohne Bekleb oder ohne Beschlag nicht funktioniert, was leider bei den meisten Quartern der Fall ist, weil die so dünne Hufsohlen und so dünne Wände haben. Das ist züchtungsbedingt. Dann müssen wir das Ganze unterstützen. Und zwar durch etwas, was jetzt auf jeden Fall dafür sorgt, dass die Trachten sich aufrichten können und der normale Kunststoffbeschlag oder Bekleb sorgt leider dafür, dass die Trachten noch stärker unterschieben. Ja. Deswegen geht es in der Regel besser mit einem Beteilbeschlag, der breit geschmiedete Schenkel hat, Vergrößerung der Auflagefläche, eine Einlage reinnimmt, die den Strahl zum Tragen mit veranlasst und wo man unten drunter noch die seitlichen Strahlfurchen ausschäumen kann. So, da werden die meisten Schmiede sagen, dass die Gefahr, dass es sich das abtritt, bla bla bla, ist groß, sehe ich alles ein. Dann muss man sagen, muss dieses Pferd für die erste Phase, weil diesen Spezialbeschlag hat man vielleicht 2 Beschlagsperioden drunter, dann darf der sich wieder verändern in Richtung weniger Unterstützung, weil das gesamte Pferd sich verändert hat in der Zeit. Das erleben die Schmiede aber in der Regel nicht, weil kaum ein Pferdebesitzer so viel Aufwand betreibt und gar nicht weiß, dass er so viel Aufwand betreiben muss. Deswegen ist die Erlebniswelt der Schmiede, egal was ich mache, es wird sich sowieso nichts ändern. Und darauf haben sich viele eingestellt, die es eigentlich besser wüssten. Das ist auch die Realität. Ja. Mal eine Frage, warum schieben die Trachten gerade bei Kunststoff beklebt noch stärker unter? Weil das Kunststoff auf dem, ne, Quatsch, weil das Horn auf dem Kunststoff stark schnirkelt. Okay. Ja, und wie so ein Radiergummi, den Effekt verstärkt. Ja, ich habe ganz viele Pferde, die mit Kunststoffbeschlag oder Kunststoffbeklebt dann relativ schnell eine Hufgelenksentzündung entwickeln. Ja. Weil über die untergeschobene Trachte, ja, und die dann immer wieder gekürzte, korrekt gekürzte Zehe, wird das Hufgelenk in die Zange genommen. Das kann sich nicht mehr physiologisch bewegen. Hufrolle kann sich nicht mehr drehen, weil vorne ein längerer Hebel dran ist als kürzer. Das ist reine Physik, was dann passiert. So, jetzt mal hier gerade mal gucken, wie ich auf die nächste Folie. Bitte die nächste Folie. So, von der Seite betrachtet. Ups. Entschuldigung. So, von der Seite betrachtet sieht man eben sehr deutlich hier die Verformung der Kapsel. Jetzt kriegen wir hier eine Veränderung im Ballenbereich, weil der Huf möchte hinten wieder stabiler sein. Man sieht es ja förmlich, dass der Ballen jetzt überhängt über der Auftrittsfläche, weil eigentlich physiologisch wäre die Auftrittsfläche bis hier. Ja. Er versucht jetzt wieder den Boden zu erreichen. Ja, deswegen entsteht diese Form in der Seitenwand und diese Rillenbildung. Ja, aber wobei, also wirklich so krass war es noch nie. Also diese Rille ist wirklich so, das kenne Zeigt ich eigentlich. aber, es muss dringend was verändert Ah, werden. ja, deswegen. Ja. Na, und es ist an den Hinterhufen noch mal schlimmer, in Anführungszeichen, als an den Vorderhufen. Ja. Aber ähnlich. So, deswegen haben wir auch hier vermehrte Ballendurchblutung. Und jetzt gerät das Pferd ja in einen zusätzlichen Teufelskreislauf. Die Füße tun weh, egal ob es steht oder läuft. Es geht immer mehr in eine Schonhaltung. Die Rückenlinie geht immer mehr zu. Der Trageapparat wird immer mehr außer Funktion gesetzt. Immer mehr Last kommt unten auf den Hufen an. Und es potenziert sich und potenziert sich und potenziert sich. Also müssen wir jetzt an einer Stelle aus diesem Teufelskreislauf ausbrechen.
Ihr ne, seid jetzt, ihr habt euch mit viel Wissen versorgt. Ihr wisst, wenn man an zwei Stellen im Prinzip aus dem Teufelskreislauf ausbricht, indem wir nämlich erstmal die Bewegung verändern, indem wir spezielle Übungen machen, indem wir vielleicht auch das Reiten mal für eine Zeit lang einstellen, damit nicht noch mehr Last auf die Hufe kommt und die Hufe bestmöglich von unten unterstützen, nochmal therapeutischer, orthopädische Unterstützung von unten für eine kurze Übergangsphase, dann kommen wir schneller aus diesem Teufelskreislauf raus. Andere Pferde werden über ihr Leben immer tiefer hineingearbeitet, bis eben irgendwann definitiv in den unteren Beinbereichen was kaputt geht. So, und die Lösung ist im Prinzip etwas drunter zu machen, was den Huf wieder nach hinten verlängert. Und das geht nur, indem man dann Hufglocken drauf macht, möglichst zwei Paar übereinander, ein paar weiche und ein paar harte übereinander, damit das Pferd sich nicht hinten in die überstehenden Schenkel greifen kann. Der darf auf keinen Fall hinten geschlossen werden. Irgendwie, manche kommen auch auf die Idee, dann dasselbe zu machen wie bei einem Schaden der tiefen Beugesehne. Nein, die Seiten müssen verbreitert und breit ausgeschmiedet werden. Oder eben, ich habe jetzt für jemand anderen recherchiert, was gibt es denn für einen Kunststoff? Hatte ich dir das nicht geschickt? Die andere Stute, diesen Kunststoffbeschlag von der Firma Strom? Nee, dann mache ich das gleich. Ne? So, und das ist einfach die Idee, die dahinter steckt. Ich sage mal, für alle, die preisgünstigste Methode wäre eben, es barfuß zu versuchen und die Laufbedingungen für das Pferd verändern. Also ich sage mal, wenn ich jetzt mein Zentrum noch hätte und so ein Pferd in der Behandlung bekäme, dann würde ich sagen, das lebt jetzt erstmal die nächsten 2 Monate nur auf einem Sandpaddock. Ja, das betritt den Hof nicht, das geht nirgendwo auf Pflaster, sondern alles kommt ab von den Füßen und es darf jetzt erstmal nur im Sand stehen. Und da von A nach B im Schritt hin und her gehen. Und wir tragen es sozusagen in die Bahn, beziehungsweise machen Hufschuhe drauf auf dem Weg zum Reitplatz und in die Halle und gucken, dass wir da bestmögliches Muskelaufbautraining machen. Und dann wird sich der Huf schon von selber verändert haben. Aber wenn wir diese Bedingungen nicht schaffen können, müssen wir einen anderen Weg gehen. Also ich hatte es tatsächlich ganz am Anfang vor 4 Jahren mal versucht mit Barhuf, aber da hatte sie nach einer Woche eine Fetzenlederhautentzündung auf allen vier Füßen. Dann habe ich Hufschuhe, habe ich so viel Geld rein versenkt, aber es gibt einfach keinen, der nicht an den Ballen reibt, wenn die so weit unten sind. Ich habe wirklich viele Modelle ausprobiert, deswegen ist das, finde ich, keine Option mehr für mich. Gut. Kann ich verstehen. So, Ja. und ich sage mal hier, die Bearbeitung ist auch schwer. Ja, das ist total schwer, weil die Trachtenwände sind komplett kollabiert. Ja. So, und man möchte jetzt ja der Trachte ungern noch Höhe nehmen. Man hat aber keine andere Chance, genauso viel Höhe zu nehmen, wie hier genommen worden ist. Das ist komplett richtig. So, und dann gibt es danach noch ein Foto und eine weitere Bearbeitung? Wie weiter? Also ich sage mal, das ist ja jetzt angeraspelt. Jetzt müsste ja was ich immer Rutschbremse nenne, also aus der seitlichen Wand und der Eckstrebe resultierend hier, diese Ecke müsste ja ausgearbeitet werden, damit das Unterschieben der Trachte aufhört. Jetzt hast du ja hier quasi wie einen Gleitschuh geschaffen. Ja, nee, so hat er auch gehört. Bitte, da wurde aufgehört. Ja, aber er meinte auch, also es war schon auch sehr hart, der Huf, und er kam da kaum Das ist das Nächste. Ja, das rein. weiß ich aus der Erfahrung, als ich noch selber viele Hufe bearbeitet habe, wenn man ständig solche Hufe hat. Dann schmerzen einem irgendwann abends so die Handgelenke, dass du dir kaum noch ein Butterbrot schmieren kannst. Und dann wirst du natürlich als Hufbearbeiter sparsam in deinem Verschleiß deines eigenen Körpers. Und da die wenigsten Leute hören, hallo, wenn ich komme und solche Hufe sanieren möchte, dann müssen die vorher eine Stunde in Sauerkraut oder Quark eingeweicht werden. Ja. Die Ja, Milchsäure. also sonst mache ich das schon auch im Sommer, aber diesmal hat es uns nicht hingehauen. Wir waren so beide auf dem Punkt im Stall.
Genau, so, aber dann resultiert daraus eine, ich sage jetzt mal, nicht komplett durchgeführte Bearbeitung, was dazu führt, dass jetzt die Trachten noch viel schneller unterschieden, weil die sich freuen, dass sie hier so eine Gleitfläche haben. Ja. Ne, und wenn ich da jetzt mal der Einfachheit halt halber einen Screenshot mache, weil ich den dann besser bearbeiten kann und das Ganze hier mal reduziere. So, jetzt kann man das besser erkennen, ja. Das mache ich jetzt noch mal blau. So, jetzt ist ja hier die Seitenwand ist nicht besonders dick, weil die ja so ein bisschen zur Seite wegweicht, aber sie ist dick genug. Diese Stärke der Wand ziehen wir uns jetzt bis hinten ans Ende der Eckstrebe. So, dann haben wir hier die Eckstrebe eigentlich in einem ganz guten Verlauf. Ne? Ich greife die mal von hier aus auf. Der Strich ist ein bisschen schmal geworden. Ja, aber ja, verstehe schon. So, dann nehmen wir eine andere Farbe. Und jetzt male ich das auf, wie die Eckstrebe jetzt, das Eckstrebenhorn jetzt ragt noch so weit auf die Sohle. Ja. Abgesehen davon, dass das auf der Sohle Druck macht und die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Hufabszess entstehen könnte, relativ groß ist, haben wir halt diese ganze Strecke. Moment, ich mache einen pinkfarbenen. Untergeschobene Tracht. Okay. So, jetzt machen wir mit flach aufliegendem Messer, sodass man nur dieses, ich nenne das immer wie eine Gletscherzunge, nur das weggeschabt wird. Damit nimmt man nicht viel Höhe weg. Das sind also wie so ein, wenn man Hartkäse mit dem Käsehobel ein Scheibchen Ja. abmacht, so ein Parmesan. Käsestückchen, sowas hat man dann nachher abgeschnitten. Und da, wo die blaue Linie ist, hier ist ein fühl- und sichtbarer Grat, der aber 2 bis 3 Millimeter tiefer liegt als der Tragrand. Ja, alle Gegner von Eckstreben aufstellen sagen immer, wenn das hier eine tragende Wand ist, dann macht das unten in der Tiefe Druck in der Lederhaut und gibt eine Lederhautentzündung. Ja. Ich kenne persönlich in all den Jahren kein Pferd, was hier unten eine strichförmige, tiefe Lederhautentzündung bekommen hat, sondern nur welche, die hier durch das drüberlappende, gletscherzungenartige, überlappende Horn einen Abszess gekriegt haben. Wichtig ist, dass dieser Grat in der Höhe, das kann man sehen, wenn man von hinten auf den Huf guckt, so wie bei Kimme und Korn beim Schießen, ja, ein bisschen niedriger ist als der Tragrand. Weil in der Biomechanik des Hufes ist es ja so, der Huf tritt auf und dehnt sich von der Strahlmitte ausgehend in diese Richtung aus. Ja. So, dadurch wird ja die Höhe hinten niedriger. Der Tragrand heißt deswegen so, ne, weil er trägt, weicht auseinander und dann gibt es so Millisekunden später die Situation, wo die Eckstrebe mitträgt. Ja. Idealerweise sollte der Strahl dann auch mittragen. Eine senkrechte Wand kann besser tragen als eine umgeklappte Wand. Mehr Last tragen. Das Ja. heißt, wenn wir diesen Eckstreben Trachtenwinkel immer wieder so herstellen und vor allen Dingen auch unter einem Beschlag so herstellen, dann haben wir A, eine Rutschbremse, das ist hier dieses scharfe Dreieck, was entsteht. Die Trachte schiebt viel weniger schnell runter und wir haben durch diese stehende Wand, verbunden mit dieser stehenden Wand, einen optimal tragenden Winkel. Das ist reine Physik.
Und das sind manchmal 2 Millimeter Horn, die darüber entscheiden, ob das funktioniert oder nicht. Und das kann sich durch das Bewegen überhaupt auch mehr durchbluten, oder? Also. Natürlich, das ist dann die Folge, die passiert. Die Biomechanik des Hufes an sich verändert sich sofort. Das heißt also, dadurch, dass hier der Hufmechanismus wieder positiv wirkt, ja, ist hier die Durchblutungssituation verbessert. Die Dame, die jetzt gerade hier mir die Fotos laufend schickt, die hat einen Spanier. Die hat vorher auch gesagt, schaffe ich nicht, die Hufe selber zu bearbeiten. Der Spanier hängt total durch, wie so eine Badewanne. Ja? Der läuft gruselig, trageschwach bis zum Abwinken. So, die hat jetzt gesagt, okay, ich finde niemanden, der die Hufe macht, ist heute bei der dritten Bearbeitung selber. Hat mir vorher Videos geschickt, wie der läuft und wie die Hufe aussehen, bevor wir angefangen haben. Und ich habe sie gefragt, ist das dasselbe Pferd wie vor 5 Wochen? Weil die Trachten ungefähr 1,5 Zentimeter höher waren. Wo ich jetzt sagen würde, eigentlich ist der Huf schon fast zu steil geworden. Okay, Sie hat krass. am Training noch gar nicht so viel verändert, sondern sie sagt, ich fange mal mit einer Baustelle an. Wir haben jetzt Montag das Coaching für, was macht sie denn jetzt im Training anders? Also nur dadurch, dass sie das so bearbeitet hat, wie jetzt hier besprochen, hat sie die Hufsituation des Pferdes so dramatisch verbessert, dass der Huf sich jetzt selbst stabil hält. Ja, Und aber in der ist wahrscheinlich auch allen, Barhof, bitte was? ne? Ist der Barhof? Der ist Barhuf, ja. Aber ich habe auch Pferde in der Betreuung, die beschlagen sind. Ich habe einen anderen Spanier, der zusätzlich die Problematik hat, dass er noch einen schweren Unfall hatte, wodurch er in die Trageschwäche gekommen ist. Der kann nicht laufen, wenn er nicht beklebt ist. Ja, da sind wir jetzt seit 1,5 Jahren dabei, dieses Pferd nach diesem Unfall wieder aufzubauen. Der hat völlig andere Hufe gekriegt. Völlig. Die haben nichts mehr mit den Anfangsbildern zu tun. Und auch beim Quarter schaffen dann diese stabilisierten Trachten mehr Unterstützung von unten. Ja, und dadurch, dass vorne die Zehe ja jetzt deutlicher gekürzt wird, das ist ja der zweite wichtige Punkt dieser veränderten Bearbeitung, entsteht plötzlich ein Hufgewölbe. Dann, das fängt damit an, das sieht man hier schon so ein bisschen, dass hier so Risse wie so Sprünge im Krug entstehen. Ja. Und man nennt das unter den Fachleuten Zerfallshorn. So, Ja. davon muss man in dieser Phase dann auch wegnehmen. Und plötzlich hat man nach einer Zeit einen deutlich hohleren Huf, der dann auch barfuß besser zurechtkäme, wenn man ihn denn barfuß lassen würde. Ja? So, also das Ganze verändert sich so, dass man eben nach einem halben Jahr eine ganz andere Ausgangssituation hat und vielleicht dann entscheiden kann, vielleicht muss das Pferd jetzt nicht beschlagen werden. Also ich habe viele Pferde, die in dieser drastischen Umstellungsphase noch beschlagen waren und die jetzt auf Dauer barfuß laufen können. Aber es gibt andere, wo das nicht möglich ist. Das sieht man im Verlaufe dann. Ja. So, aber wird das nicht gemacht, haben wir keine Chance, weil der Trachtenbereich immer wieder kollabiert. Ja. Und natürlich dem Pferd auch wehtut. So, ich speichere. So, das ist ja dieselbe Situation, ne? Und auch das, was man machen muss. Und hier sieht man ja jetzt, obwohl Kunststoff beklebt drunter war, Ja. Druckstellen. Das ist ja auch das, was mich so wahnsinnig macht. Ich sehe ja, wie es mir abschmiert, ja. Und da auf der rechten Seite, also vom Bild gesehen her, rechten Seite, wo man es schon so rot durchschimmern sieht, genau da, da hat sich schon so Horn aufgetürmt, aber er wollte es nicht Ja. wegnehmen aus Angst, weil es halt eben schon so rot ist, weil er nicht gewusst hat, ist er jetzt schon lebend runter oder ist er blutegussiv. Nein, nein, das ist so wie wenn man sagt, wenn man Hornhaut unterm Fuß hat, ja, dann gibt es irgendwann ein Stadium, wo unter der Hornhaut
eine blutige Blase entsteht oder so eine, ja, weil das von oben drauf drückt. Das war immer, also wenn man so ein Pferd in der Prüfung hat, ich erinnere noch, dass einer aus meiner Gruppe die Prüfung nicht bestanden hat, weil er auch an der Stelle aufgehört hat, Horn wegzunehmen, weil er dachte, oh Scheiße, ich bin schon an der Lederhaut, ja. Aber deswegen bin ich immer so dankbar für Schlachtpräparatekurse, wenn man wirklich einmal sowas weggenommen hat und dann die Sohle und dann sagt, okay, jetzt schneiden wir nochmal durch die Sohle. Wie sieht das denn wirklich aus, wenn man der Lederhaut nahe kommt? Das ist altes Blut, was schon getrocknet, geronnen ist, aus vielleicht 14 Tage zurückliegender Einblutung in der Sohle, was sich dann ins Horn reingedrückt hat. Der Schmerz ist aber immer noch da. Das ist, als wenn das Pferd auf dem Stein laufen würde. Hier, das hier, diese dicken Glocken. Das ist alles doppelte Sohle. Das ist aber die Generation Eckstrebe von davor, also von der letzten oder vorletzten Bearbeitung. Also ja, wir haben 4 Wochen Intervalle. Also links ist wirklich, also li links sind 4 Wochen nach der letzten Bearbeitung. Ja, weil ich meine, das Pferd versucht sich ja selber zu helfen und das schiebt so, ja, weil der Huf die Idee hat, ich muss hinten größer, höher werden, damit ich wieder normal laufen kann. Das geht aber nicht, wenn das unter dem Kunststoffbeschlag, dann schiebt sich das wie wirklich, das sieht ja aus wie Gletscher, ne? Wie Gletscher, wenn man da kommt und dahin schiebt. Und da immer nur ein bisschen zu machen, bringt überhaupt gar nichts. Nichts, gar nichts. Stückchenweise kann man das nicht sanieren. Man muss einmal das einweichen und sagen, so, wir nehmen uns. Ich hab schon eine Stunde pro Huf gearbeitet an solchen Pferden und habe dann gesagt, okay, wir machen heute 2 Hufe und morgen 2 Hufe, weil das schafft weder das Pferd noch ich. Und hier sieht man ja schon, ich meine, das hat er hier super gut gemacht, nur dass hier die Trachtenwand ja komplett so viel Druck macht, dass sie sich selber hier von der Durchblutung abgeschnitten hat und hier komplett raus wollte. So, ich kann einmal, ich muss mal gerade gucken, in welchem Vortrag, ich habe einmal so eine Kompletthufsanierung gemacht, schon ein paar Jahre her. Guck mal gerade eben, ob ich die wiederfinde. Ich halte mal gerade kurz eben die Aufzeichnung an. Also, wenn wir weg von dem Kunststoffbekleb wollten, dann bräuchten wir solche Eisen, die im hinteren Bereich und in dem Seitenschenkelbereich breiter sind für eine Unterstützung des Gewichts, also breitere Auflagefläche. So müssen die aussehen. Das muss jetzt nicht hier einer für 76 Euro sein. Die gibt es aus anderem Material anders. Na, das ist nicht das Richtige. So, und dann Aber gehen wir nochmal zu den Sohlen. Diese Sohlen mit Strahlunterstützung, ganz wichtig. Der Strahl muss mit zum Tragen veranlasst werden. genau, Das weil wäre genau das Richtige. Darauf achten, dass er erstmal weich, dass die Sohle bei dem ersten Beschlag weich ist. Wenn man direkt den harten nimmt, meckert er euch, weil das kann er im Moment noch nicht aushalten. Ja? Und dann optimalerweise würde darunter die seitliche Strahlfurche auf jeder Seite nochmal ausgespritzt mit so einem bielastischen Material. Dann wird sich der Huf innerhalb so kurzer Zeit positiv verändern, dass ihr euch wundert. Wichtig ist nur Hufglocken drauf, damit eben dieser wertvolle Beschlag, der dann hinten ja auch breiter ist, ein bisschen übersteht, nicht abgetreten wird. Und dann kann man die Hufe wirklich gut sanieren. Also mit einem Kunststoffbeschlag, Kunststoffbekleb sehe ich keine Chance. okay, macht ja nichts. Gut, ihr habt hier auch die Bestelladresse oben. Ja, ich kenne den Shop. Okay, alles klar. So, wenn der Schmied woanders bestellt, die Shops sind ja ähnlich strukturiert, aber bei Strom ist einfach die Beratung auch hervorragend und da kann man sich eben auch als Schmied nochmal beraten lassen. Mache ich auch ständig. Ich habe hier den und den Fall. Bisher habe ich was versucht, das hat nicht funktioniert. Was habt ihr für eine Idee? Was habt ihr an neuen Produkten? Was könnte ich machen? Immer, bisher immer zielführend beraten worden. Ganz toll dort. Okay. Und was genau sollen wir dann in die Strahlfurchen als Polsterung reinmachen? Naja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das gute alte getränkte Hanf könnte man reinstopfen. Man kann Schafwolle nehmen, die fällt ja da hier auch nicht wieder raus. Man kann Artimut heißt. Hm, ja.
nehmen. Das hat auch gleichzeitig so einen desinfizierenden Charakter. Was ich nicht machen würde, wäre das, was die Schmiede da in der Spritzpistole haben, was bei platte Polster bei einer Hufrollenentzündung gerne genommen wird, weil das hygienisch in der Streifhorche ein bisschen problematisch ist. Ja. Und auch nicht so ein Knetpolster oder so. Na, das könnte zu hart werden. Das darf ja nicht wie ein Keil da unten drin wirken. Insofern würde ich was nehmen, wie zum Beispiel eben Schafwolle oder dieses Hanf oder das Atimut, was sich von der Konsistenz im Laufe von 4, 5 Wochen nicht verändert. Ja. Und Schafwolle ist eine gute Geschichte, ist desinfizierend. Oder dieses Hanf, wo man früher platte Polster hat, man ja früher im Beschlag mit einer Lederplatte und diesem Hanf gemacht, kann man immer noch kaufen, ist auch eine gute Idee. Gut. Also Schafwolle würde man da einfach dazwischen stopfen. In die seitliche Streifhorche stopfen, Ja. Hufkratzer richtig schön feststopfen und dann Ja. diese Sohle drauf hält. Atmet, der Strahl erneuert sich darunter. Ja. Ja, ich habe. Ja, also spannend wird es da. Also bei der Holly, denke ich, können wir schon nageln. Ich glaube nicht, dass das Problem ist. Wir hatten auch Ja. zwischendrin mal Duplos genagelt vorne, dass wir sie ein bisschen zurücksetzen Ja. konnten. Ging eigentlich ganz gut. Die hat genügend Material, wo man reinnageln kann. Aber bei der Ella sehe ich da wirklich ein bisschen. Ja, sehe ich auch problematisch. Aber man könnte jetzt das, was ich hier als Beschlag vorgeschlagen habe, gibt es auch als Alu und den Alu könnte man zur Not auch wieder kleben. Ja, wie würde bei den Foot All wären Auch, ja. vom Matthias. Aber das ist wahr, den könnte man auch kleben und dann trotzdem die gleiche Strategie fahren Ja. und schauen, wie sich der Huf verändert. Vielleicht kann man dann irgendwann nageln. Okay. Und das an allen 4 Hufen. Das wird leider. Gut, habt ihr sonst noch Fragen? Behält man dann auch den Intervall von 4 Wochen bei? Das kann ich vorher nicht sagen, man muss den Huf beobachten. Okay. Man würde mit 4 Wochen erstmal starten oder aus Ja, Vorsicht? würde ich. Also 3 Wochen ist unwahrscheinlich, dass dann wieder Material da ist. Es sei denn, man muss wirklich jeden Tag ganz genau hingucken. Ne? Und wenn der Schmied so flexibel ist, dass er sagt, okay, wenn er mich eine Woche früher braucht, komme ich eine Woche früher. Und wenn, sagen wir mal, es würde jetzt sehr heiß und sehr trocken werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Huf etwas weniger stark wächst. Dann kann man vielleicht auch 5 Wochen warten. Also wenn er da eine gewisse Flexibilität mitbringen würde, wäre das natürlich super.